Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich hier heute in einen gut gefüllten Hörsaal gucken kann. Gut, es gibt noch ein paar leere Plätze, aber offensichtlich ist das Thema doch interessant genug. Und ich freue mich noch mehr, heute Frau Nüßlein-Vollard aus Tübingen bei uns begrüßen zu können. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Habe ich den Zettel runtergeworfen? Frau Nüßlein-Vollard ist in der Nähe von Magdeburg geboren, dann in Frankfurt aufgewachsen und hat dort auch ihr Studium begonnen, zunächst in der Biologie und ist dann nach Tübingen übergewechselt, in die berühmte Biochemieschule dort. Dort hat sie Biochemie studiert. Müssen wir so halten? Ja, ist besser so. Gut. Dort hat sie Biochemie studiert, Diplom 1973, ihre Promotion abgeschlossen am damaligen Max-Planck-Institut für Virusforschung im Fach Genetik. Nach der Promotion kamen die Wanderjahre, wie so oft. Da ist sie zunächst nach Basel gegangen und hat dort im Labor von Walter Gehring ihr eigentliches Arbeitsthema gefunden, nämlich die embryonale Entwicklung von Tieren. Ich werde nachher noch zwei Sätze dazu sagen. Auf die Zeit in Basel folgte eine weitere Postdoc-Zeit in Freiburg bei Klaus Sander und daran anschließend hat sie eine eigene Arbeitsgruppe begonnen am EMBL in Heidelberg bei Erik Wieshaus. Und 1981 ist sie dann nach Tübingen zurückgekehrt ans neu gegründete Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie, wo sie dann 1985 zur Direktorin und zum wissenschaftlichen Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft ernannt wurde. Zu ihrer Arbeit, sie wird das natürlich gleich selber darstellen, aber vielleicht zwei Sätze zur Einführung. Gegenstand ihrer Untersuchungen war über viele Jahre die Frage, wie es kommt, wie es organisiert wird, dass aus einer sich vermehrenden, befruchteten Eizelle eben kein regelloser Zellhaufen entsteht, sondern dass daraus ein organisiertes Lebewesen entsteht mit einer strukturellen Organisation, mit vielen spezialisierten Zellen. Zu diesen grundsätzlichen Fragen der Biologie hat sie ganz wesentliche Aspekte beisteuern können und ihre Arbeiten sind vielfältig durch Preise und andere Ehrungen anerkannt worden. Es gibt eine ganz lange Liste von Preisen, von Ehrendoktorwürden, die natürlich alle überstrahlt werden vom Nobelpreis für Medizin oder Physiologie, den sie 1995 zusammen mit Erik Wieshaus und Edward Lewis bekommen kann. Darüber hinaus ist sie in vielen Wissenschaftsorganisationen tätig und gegenwärtig als Kanzlerin des Ordens Pour le Mérite nach wie vor aktiv. Man sollte noch erwähnen, dass sie auch als Unternehmerin angefangen hat und eine Firma gegründet hat mit zwei Kollegen. Und schließlich, dass sie eine Stiftung begründet hat, die sich um die Unterstützung von Studentinnen bei der Kinderbetreuung kümmert. Also eine sehr vielseitige Forschungspersönlichkeit. Ich freue mich sehr, Frau Nüßlein-Vollard, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Und ich freue mich nun auf Ihren Vortrag. Vielen Dank für die Einführung und für die Einladung. Sie haben Licht
Ja. Okay. Die Streifen des Zebrafisches, wozu und wie entsteht Schönheit bei Tieren? Ich beginne mit einem Zitat von Konrad Lorenz. Nach dem ursächlichen Zustandekommen und damit nach der biologischen Leistung der Schönheit zu fragen, die uns an so vielen Lebewesen entzückt, erscheint nahezu jedermann sinnlos und geradezu und unnötig und den meisten geradezu blasphemisch. Da gibt es auch ein, warte mal, Moment mal, wie mache ich das? Ach so, ja. Das können Sie hier sehen. Wir finden Farben, Muster und Gesänge von Tieren schön, so wie wir Kunstwerke, Bilder und Musik schön finden. Die Kunstprodukte sind vom Menschen für Menschen gemacht, aber wie steht es mit den Ornamenten und Lauten der Tiere? Wie kommen diese wunderschönen Naturprodukte zustande? Wozu und für wen? Schönheit ist kein Attribut, das in der Biologie zur Beschreibung von Organismen verwendet wird. Der strenge Forscher verwendet den Begriff schön nicht, weil er etwas mit dem subjektiven Empfinden des menschlichen Zuschauers zu tun hat, das durch die physikalischen Eigenschaften des schönen Objektes hervorgerufen wird und das sich deshalb nicht messen lässt. Und dennoch ist es wohl so, dass die Schönheit von Pflanzen und Tieren, wie wir sie erleben, in der Natur eine ähnliche Funktion wie Kunst in der menschlichen Kultur hat. Bereits Darwin hat die These aufgestellt, dass Tiere Ornamente und Melodien wie der Mensch aufgrund ihrer eigenen subjektiven Empfindung und ihrer kognitiven Erfahrungen bewerten. Darwin ist der Begründer der modernen Biologie. Das Moderne war, dass er die charakteristischen Eigenschaften von Pflanzen und Tieren durch natürliche Prozesse erklärt hat, ohne übernatürliche Faktoren zuzulassen. In seiner Biologie gibt es keinen Platz für einen Schöpfer. Seine Theorie der Evolution hat das Fundament für unser heutiges Naturverständnis gelegt und die Weltanschauung des Menschen im 19. Jahrhundert revolutionär verändert. Als junger Mann ist er auf einer fünfjährigen Reise um die Welt. Er sieht, hört, untersucht Felsen und Gebirgsformationen, beobachtet, sammelt mit ungeheurer Neugier und durchdringendem Interesse Pflanzen, Tiere, Fossilien. Dass nicht nur die Erdformationen sich im Laufe der Zeit veränderten, sondern dass auch biologische Evolution stattgefunden hat, wurde ihm auf dieser Reise klar. Bereits sehr kurz danach hat er natürliche Selektion als Mechanismus der Artenveränderung erkannt. Aber es hat viele zusätzliche Untersuchungen und Informationen gebraucht, bis er 1859 schließlich das große Werk veröffentlichte: On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. In diesem Buch beschreibt er, wie der Überlebensvorteil von besser angepassten Individuen allmählich über Millionen von Jahren zur Veränderung der Formen, der Neuentstehung und auch dem Aussterben von Arten geführt hat. Evolution, die Veränderlichkeit von Arten, ergibt sich aus zwei allgemein verbreiteten Eigenschaften der Organismen. Die erstens, Individuen einer Art sind nicht vollkommen gleich, sondern unterscheiden sich geringfügig in vielen Strukturen wie auch im Verhalten. Solche Variationen sind zufällig und oft erblich, das heißt, dass sie an die Nachkommen weitergegeben werden. Zweitens, Organismen produzieren mehr Nachkommen, als überleben können. Dadurch gibt es ein Ringen ums Dasein, ein Struggle for Life, eine Auseinandersetzung mit den Umweltbedingungen. Das führt dazu, dass die erfolgreichen und besser angepassten Individuen einen höheren Reproduktionserfolg haben und sich durchsetzen. Ihre Eigenschaften werden an die Nachkommen weitergegeben. Dies führt unweigerlich zur Veränderung der durchschnittlichen Konstitution einer Population von Individuen im Laufe der Generationenfolge zur Evolution von Arten. Die Theorie der Evolution durch natürliche Selektion ist inzwischen unbestritten und durch molekulare Analysen der Gene aufs Beste bestätigt worden. In einem weiteren Buch, The Variation of Animals and Plants Under Domestication,
1868, hat er das Prinzip der Selektion erklärt. Bei der Züchtung von Pflanzen und Tieren spielt der subjektive Geschmack des Züchters eine entscheidende Rolle. Und es ist erstaunlich, in welch kurzer Zeit die Auslese besonderer Varianten zu Hunderassen oder Rosensorten führen kann, mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften, wenn der Züchter, die den Schönheitsvorstellungen des Züchters entsprechen, wenn der Züchter die Zuchtpaare nur streng nach bestimmten Kriterien aussucht. Als Darwin seine Theorie der natürlichen Selektion publizierte, war eine der Hauptkritiken, dass sie nicht in der Lage sei, Schönheit in der Natur, Ornamente, Farbmuster, Gesang und so weiter zu erklären. Diese schienen von einem Schöpfergott rein für das Gefallen der Menschen gemacht. Diese Attribute sind unökonomisch. Sie sind aufwendig herzustellen, machen die Tiere auffällig und haben keine offensichtlichen Überlebensfunktionen. Das war ein Problem, das von Darwin in einem zweiten großen Werk aufgegriffen wurde. The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Es wurde 1871 publiziert. Es ist außerordentlich lesenswert. Und in diesem Buch kommt Beauty, Schönheit ausführlich vor. Darwin scheut sich nicht, Begriffe wie A Taste for the Beautiful and Aesthetically Pleasing auch auf Tiere anzuwenden. Er tut das in der Überzeugung, dass die Schönheit vieler Tiere von diesen selbst als anziehend und wohltuend wahrgenommen wird. Sie gefällt, wie sie auch uns gefällt. Er schreibt ihr eine wichtige Funktion im Leben des Tieres zu. Zitat: If female birds had been incapable of appreciating the beautiful colors, the ornaments and voices of their male partners, all the labor and anxiety exhibited by the latter in displaying their charms before the female would have been thrown away, and this is impossible to admit. Wie er sie beschreibt, spielt Schönheit eine große Rolle bei der Auswahl des Partners für die Fortpflanzung, Sexual Selection. Der zweite Band des Buches ist daher der ausführlichen Beschreibung von Sexualverhalten und besonderen auffälligen sekundären Geschlechtsmerkmalen im gesamten Tierreich gewidmet. Warum wird diese Sonderform der Selektion ausgerechnet im Zusammenhang mit der Biologie und Abstammung des Menschen beschrieben? Der Mensch verfügt weder über Fell noch Federn, die bei anderen Tieren ornamentale Färbungen aufweisen. Während seiner Weltreise und auch danach hat Darwin sich ausführlich Gedanken über die Natur des Menschen gemacht und später auch systematisch Beobachtungen anderer Forschungsreisender ausgewertet über Embryonalentwicklung und Morphologie, aber auch die moralischen Eigenschaften, Religion, Kultur, Demografie. Es war zu der Zeit durchaus noch nicht generell anerkannt, dass es nur eine rezente Menschenart gibt. Der Streit zwischen Monogenists und Polygenists beruhte auf der damals noch sehr weit verbreiteten Sklaverei, die Darwin verabscheute. In The Descent begründet Darwin, dass der Mensch Homo sapiens nach allen Regeln der Klassifizierung, Anatomie, Physiologie, Entwicklung zu den Säugetieren, Gattung Primaten, gehört. Die Attribute des Menschen, die ihm eine Sonderstellung einräumen mögen, ihn besonders machen, sind aus solchen entstanden, die man auch bei einigen anderen Tierarten beobachten kann. Darwins Schlussfolgerung bedeutet, dass Homo sapiens zu den seltenen Arten gehört, die sich die unterschiedlichsten Lebensräume erobert haben, vom hohen Norden bis zum tiefsten Süden, Hitze, Kälte, Berge, Urwald, Wüste. Es gibt also Anpassungen an das verschiedenste Klima, Ernährung, Herberge, die aufgrund der menschlichen Kultur, insbesondere Herstellung von Werkzeugen und Gebrauch des Feuers, zu bewältigen waren. Die äußerlichen Unterschiede zwischen den geografisch getrennten Völkern kommen aber nicht nur durch Anpassung an die physikalischen Gegebenheiten zustande. Seine These: Die Eigenschaften, die Menschen verschiedener Völker unterscheiden, sind willkürlich. Sie sind im Vergleich zu anderen Eigenschaften sehr variabel. Sie haben keinen speziellen Nutzen. Solche Eigenschaften wie Haar- und Hautfarbe, Behaarung, Bärtigkeit, Haartextur, Haarlänge, Lippen- und Augenform, Nase, Kinn, Schädel sind eigentlich beliebig, das heißt,
Sie haben keine direkte Funktion für das Überleben, sonst hätten sie sich angeglichen oder wären verschwunden. Seine These ist, sie entsprechen den unterschiedlichen Standards of Beauty der Völker. Die These ist also, dass das unterschiedliche Aussehen auf verschiedene Schönheitsideale in den menschlichen Kulturen zurückgeht, weil das, was als schön betrachtet wird, bei der Partnerwahl eine besonders große Rolle spielt. Selection in relation to sex wird von Darwin also zunächst für den Menschen beschrieben. Eines seiner Beispiele betrifft die Intensität der Hautfarbe. Die Pigmentierung der Haut ist wichtig als Schutz vor UV-Strahlen, dennoch haben die eingeborenen Menschen bei gleichen Breitengraden und Lebensbedingungen, wie sie zum Beispiel in den Urwäldern Südamerikas und Afrikas existieren, unterschiedlich dunkle Hautfarben. Eskimos im hohen Norden, die sich von Fischen ernähren und dick in Felle gekleidet sind, unterscheiden sich in ihrer hellen Hautfarbe kaum von Chinesen, die bei großer Hitze und vorwiegend pflanzlicher Ernährungsweise in der Nähe des Äquators leben. Ein wichtiges Attribut allerdings unterscheidet Menschen von den anderen Tieren. Menschen schmücken sich. Darwin beobachtete bei allen Naturvölkern, dass sie sich zur Steigerung ihrer Schönheit bemalen, tätowieren, schminken, kleiden, künstliche Schmuckelemente und Ornamente benutzen und bisweilen Kopf und Körper manipulieren, um ihre Attraktivität oder ihre Würde zu verstärken. Dabei geht es häufig um eine Überhöhung der in dem entsprechenden Volk geltenden Schönheitsmerkmale. Schminken und Schmücken hat wohl etwas damit zu tun, dass der Mensch sich seiner selbst bewusst ist und in den Spiegel schaut. Er ist eitel. Und in dieser Beziehung unterscheidet sich der Mensch gründlich von den niederen Tieren. Es ist fast das einzige Alleinstellungsmerkmal, das bei keinem anderen Tier vorkommt. Bewusstsein des eigenen Bildes mag Ursprung der menschlichen Kunst sein. Tiere sehen sich nicht selbst an. Sie schmücken sich nicht mit künstlichen Attributen, sondern ihre Ornamente, Farben und Formen sind Teil ihrer natürlichen Ausstattung. Sehr häufig sind die männlichen Formen die schönen und die weiblichen betreiben die Selektion, die Beurteilung und Auswahl des Geschlechtspartners. Allerdings weiß der Pfau, der völlig zu Unrecht als Sinnbild der Eitelkeit betrachtet wird, nicht, dass er schön ist. Schönheit bei Tieren ist ein angeborenes Attribut, das dem Artgenossen angenehme Gefühle, Gefallen hervorruft. Schönheit wird wahrgenommen mit allen Sinnen über Gerüche, Farben, Ornamente, Gesang, Gefühl. Viele Tiere verfügen über hochentwickelte Sinnesorgane, die in der Lage sind, subtile Unterschiede in Bildern und Gestalten wahrzunehmen. Es gibt auch keine speziellen Eigenschaften des menschlichen sensorischen Systems, das nicht von einigen Tierarten weit übertroffen wird. Schönheit ist für das Individuum selbst nicht überlebensnotwendig, spielt jedoch eine wichtige Rolle bei der Partnerwahl und damit dem Fortpflanzungserfolg, der für die Evolution entscheidend ist. Sexual Selection ist eine besondere Form einer allgemeinen, auf ästhetischen Merkmalen beruhenden Auswahl aufgrund von kognitiven Vorgängen bei der sozialen Kommunikation, die man auch mit Aesthetic Selection bezeichnen kann. Sie beruht auf Attributen, die erkannt werden und eine antwortende Handlung hervorrufen. Eine Auswahl wird durch das subjektive Empfinden eines Bewerters getroffen, attraktiv oder abstoßend, schön oder hässlich. Der Empfänger muss das Signal erkennen. Er kann es erlernen oder es ist ihm instinktiv angeboren. Es findet also eine Koevolution, eine parallele Entwicklung zwischen Signal und Empfänger statt. Solch ein Prozess der evaluativen Koevolution geschieht in jeder Form der biologischen Kommunikation, auch in der menschlichen Kunst. So haben Farben und Muster zahlreiche zwischenartliche Funktionen der Tarnung vor Fressfeinden, auch Camouflage genannt, wie auch der Abschreckung oder Warnung, was Aposematismus heißt. In manchen Fällen ahmt ein Tier diese Warnfärbung nach, das heißt dann Mimikrie. Einige Beispiele: Schutz vor Strahlung. Die ursprüngliche Funktion von Pigmenten bei der natürlichen Selektion wird durch gleichmäßige silberne Färbung der Haut des gesamten Körpers erzielt, wie hier beim Hering oben links. Im Dunkeln
Oben rechts sind Farben überflüssig. Höhlenfische sind blind und farblos. Sie können also weder sehen noch gesehen werden. Tarnung, Camouflage ist hier gezeigt durch Anpassung an den Untergrund bei der Flunder, links unten. Ein Beispiel für Aposematismus, der giftige Feuerfisch. Besonders wichtig sind Farbmuster für die Erkennung von Artgenossen. Interessant sind sie als Auslöser von angeborenen Instinkthandlungen, die bei der Kommunikation zwischen Artgenossen große Rollen spielen, bei Schwarmbildung, Revierabgrenzung und Sexualverhalten. Farben spielen eine große Rolle bei der Attraktion der Partner, in der Regel durch ein männliches Tier. Hier die rote Kehle des dreistachlichen Stichlings, oben links. Sie wird von Reviernachbarn als Kampfsignal verstanden und lockt die weiblichen Tiere zum Laichen in das Nest, das von den Männchen, die auch die Brut aufziehen, gebaut wurde. Links unten der Picasso-Fisch ist wirklich unwahrscheinlich bunt. Das Muster löst Kämpfe zwischen Artgenossen aus, die der Revierbildung und damit der Abgrenzung von Nahrungskonkurrenten im Korallenriff dienen. Fische mit anderen Mustern sind ihm völlig gleichgültig. Und rechts sehen wir noch das Beispiel: Muster werden von Artgenossen bei der Bildung von Schwärmen, die Individuen vor dem Gefangenwerden schützen, erkannt. Um auf das Eingangszitat von Konrad Lorenz zurückzukommen: Nicht nur ihre Schönheit für den Menschen, sondern auch die vielfältige Bedeutung von Farben und Mustern als Symbole der Kommunikation ist wohl ausreichender Grund, ihren Aufbau, ihre Entstehung in der Entwicklung und ihre Evolution zu erforschen. Nach dieser Erklärung zu dem Wozu im Titel meines Vortrags kommt nun das Wie. Wie kommt die Farbe in die Haut? Wie sind Farbmuster aufgebaut? Das ist bei den verschiedenen Tierstämmen ganz unterschiedlich. Insekten und andere Gliederfüßer haben ein Außenskelett, eine Cuticula aus festem Chitin, das von Hautzellen gebildet wird. Diese Hautzellen produzieren Pigmente, die in das Chitin dieser Cuticula abgegeben werden. Musterbildung geschieht in der zweidimensionalen Schicht der Hautzellen, wobei häufig morphologische Strukturen wie hier die Flügeladern beim Schmetterling durch Pigmente verstärkt werden. Diese dienen als sogenannte Vormuster oder Pre-Patterns. Bei Wirbeltieren ist die Sache sehr viel komplizierter. Sie haben ein Innenskelett und wachsen kontinuierlich mit einer dehnbaren, nachgebenden Haut. Es gibt hier einen besonderen neuen Zelltyp, Pigmentzellen, die in der Haut verbreitet sind, aber nicht, und das ist wichtig, aus den Hautzellen selbst entstehen. Diese Zellen haben migratorische Fortsätze, Phyllopodien, und wandern in die Haut. Das Pigment ist in Vesikeln, Chromatosomen im Zytoplasma der Zelle verteilt. Bei kaltblütigen Tieren, Fischen, Amphibien und Reptilien gibt es mehrere Pigmentzelltypen in verschiedenen Farben. Melanophoren enthalten dunkles Melanin, Xanthophoren und Erythrophoren gelbe oder rote organische Pigmente auf Pteridinbasis und Iridophoren farblose Kristallplättchen aus Guanin, die Licht in verschiedenen Winkeln reflektieren und damit Blau, Glanz und Schillerfarben erzeugen. Bei Wirbeltieren ist die Haut mehrschichtig, eine vielzellige Oberhaut, deren Zellen sich ständig aus Stammzellen erneuern, bedeckt die durch Kollagenfasern verstärkte Unterhaut. Bei Säugetieren und Vögeln gibt es nur einen Pigmentzelltyp, die Melanozyte, die braunes oder schwarzes Pigment Melanin produziert und in die Haut oder in die Appendices, Haare oder Federn abgibt. Bei Fischen, Amphibien und Reptilien sind die verschiedenen Zelltypen in mehreren Lagen übereinander, in mehreren Schichten, wie ein mehrschichtiges Mosaik in der durchsichtigen Unterhaut verteilt. Außen die Xanthophoren, in der Mitte die Iridophoren und unten die Melanophoren, die alles Licht absorbieren, während die anderen Zellen Licht zum Teil durchlassen oder reflektieren. Das ist eine erstaunliche und raffinierte Anordnung. Durch eine Überlagerung der Pigmentzellen in unterschiedlicher Ausprägung können viele verschiedene Farben produziert werden. Muster kommen durch Variationen
dieser farbgebenden Einheit zustande, wobei sowohl die Formen der Zellen, ihre Anordnung als auch ihre Farbigkeit veränderbar sind. Die obere Anordnung, bei der die dunklen Zellen von reflektierenden Iridophoren und gelben Xanthophoren bedeckt sind, erscheint grün. Unten links sind die Xanthophoren und Iridophoren dünn und netzartig über den Melanophoren verteilt. Dadurch entsteht blau. Rechts sind schillernde Iridophoren von kompakten Xanthophoren bedeckt. Und die Melanophoren fehlen ganz. Das ergibt golden. Wie diese Lagen zustande kommen, woher die Zellen in die Haut kommen und wie die Muster gemacht werden, war bis vor kurzem völlig rätselhaft. Über die Entstehung von Färbungen und Farbmustern bei Wirbeltieren wurde bisher erstaunlich wenig geforscht. Vielleicht, weil die biologische Forschung sie eher als Luxus denn als Notwendigkeit betrachtete. Allerdings sind sie auch recht schwierig zu erforschen, da sie erst im erwachsenen Tier zu voller Ausprägung kommen. Ihre Entstehung ist besonders bei Säugern und Vögeln, die sich im Mutterleib oder im Ei entwickeln, der genauen Beobachtung schwer zugänglich. Wir untersuchen die Bildung von Farbmustern bei Fischen, genauer gesagt beim Zebrafisch Danio rerio. Dieser hat sich in den vergangenen 30 Jahren als hervorragendes Wirbeltiermodellsystem der biomedizinischen Forschung etabliert. Die wichtigsten Eigenschaften: Er entwickelt sich in durchsichtigen Eiern. Die Larve ist auch durchsichtig. Dadurch lassen sich viele Prozesse sehr einfach am lebenden Tier in vivo verfolgen. Er ist relativ leicht molekulargenetisch manipulierbar und Mutanten erlauben, Proteine zu identifizieren, die spezifischen biologischen Prozessen zugrunde liegen. Für unsere Fragestellung ist ein schönes, regelmäßiges Farbmuster wichtig, das aus 4 dunklen und 4 hellen Streifen zusammengesetzt ist. Die Streifen entstehen bei beiden Geschlechtern. Sie sind wohl für die Arterkennung bei der Schwarmbildung relevant. Bei der Paarung sind die männlichen Tiere intensiv gelb gefärbt. Das ist Sexual Attraction. Der Zebrafisch gehört zur Gattung Danio. Kleine und bei Hobby-Aquarianern beliebte und hübsche Süßwasserfische aus tropischen Gewässern. Nahverwandte Arten, die im gleichen Habitat leben, zeigen erstaunlich abweichende Farbmuster, die das Attribut schön gewiss verdienen. Ein naher Verwandter, der Schillerbärbling Danio albolineatus, dritter von oben rechts, ist gänzlich ungestreift. Die beiden darüber, Danio esculapii und Danio chopri, haben vertikale Bänder. Wieder andere, Tinmini und Margaritatus links und rechts unten, sind gepunktet. Nur der Zebrafisch ist regelmäßig durchweg bis in die Flossen gestreift. Diese sind bei anderen Arten häufig mit einem besonderen Motiv verziert, wie Danio chopri und Margaritatus. Es ist eine faszinierende Aufgabe herauszufinden, wie diese Variationen durch Änderung der genetischen Ausstattung der Fische in der Evolution entstanden sind. Das ist unser eigentliches Ziel. Um ihm näher zu kommen, müssen wir zuerst so gut wie möglich verstehen, wie es beim Zebrafisch zu den ordentlichen Streifen kommt und welche Gene dabei beteiligt sind. Wie bereits erläutert, kommt das Muster aus blauen und goldenen Streifen durch die unterschiedliche Verteilung und Überlagerung der 3 Zelltypen zustande. Xanthophoren und Iridophoren sind in hellen und dunklen Streifen zu finden, aber mit verschiedenen Formen. Sie bilden lose Netze über den Melanophoren des dunklen Streifens. Dadurch entsteht die schillernde blaue Farbe. Im hellen Streifen sind kompakte silberne Iridophoren von gelben Xanthophoren bedeckt. Melanophoren fehlen vollständig. Eine sehr präzise Überlagerung erzeugt den scharfen Kontrast und die Farbigkeit der Streifen. Durch einen fluoreszierenden Farbstoff können die Zellformen besser sichtbar gemacht werden. Hier sehen Sie Xanthophoren kompakt im hellen und netzartig im dunklen Streifen über den Melanophoren. Iridophoren bilden einen dichten Zellverband im hellen Streifen und sind über den Melanophoren nur lose verteilt. Melanophoren gibt es nur im dunklen Streifen. Sie haben Fortsätze, mit denen sie sich kontaktieren und die sich in die hellen Streifen hineinstrecken. Melanophoren zeigen das sehr interessante Phänomen des Farbwechsels. Normalerweise sind die Melanosomen, also die Vesikel, die die Farbe enthalten,
in der Zelle ausgebreitet. Das ergibt eine durchgehende Dunkelfärbung im Streifen. Wenn die Melanosomen zum Zentrum der Zelle befördert werden, hält sich das Muster auf. Solch ein Farbwechsel, der durch Hormone erzeugt wird, bewirkt auch bei anderen Fischen und auch beim Chamäleon zum Beispiel die Anpassung an den Untergrund. Der Zebrafisch legt viele vollkommen durchsichtige Eier, aus denen in wenigen Tagen durchsichtige Larven schlüpfen. Die Streifen entstehen im jungen Fisch erst recht spät, während der Metamorphose, die etwa bei 3 Wochen beginnt, und das Muster ist im 2 Monate alten Fisch komplett. Während der Metamorphose entstehen auch die Flossen, die Schuppen und die gesamte Pigmentierung der Haut. Wo kommen die Pigmentzellen her? Wie besiedeln sie die Haut? Wie entsteht das Muster? Welche Gene sind bei der Evolution beteiligt? Auf die Beantwortung dieser Fragen hat sich mein Labor in den vergangenen 7 Jahren oder so fokussiert, wobei eine Reihe von modernen Verfahren der Fluoreszenzmikroskopie im lebenden Tier und der Gentechnik, besonders die neue CRISPR-Cas-Methode des Gen-Editings, entscheidende Fortschritte des Verständnisses ermöglicht haben. Die Pigmentzellen kommen bei Wirbeltieren aus der Neuralleiste. Das ist eine embryonale Anlage aus multipotenten, das heißt vieles könnenden Zellen, die zu vielen verschiedenen Strukturen, besonders des Kopfes, beitragen. Die Neuralleiste ist eine sehr wichtige Innovation bei der Evolution der Wirbeltiere. Sie macht aus den sehr schlicht aufgebauten, kopflosen, kleinen und farblosen Protokordaten links die Wirbeltiere, die groß und farbig sind. Wichtige Beiträge sind die Knochen des Schädels und des Kiefers, die vielfältige neue Formen des Beutefangs ermöglichten. Auch das periphere Nervensystem und die Glia kommen aus der Neuralleiste. Beim Zebrafisch entsteht die Neuralleiste am ersten Tag der Entwicklung. Hier sehen Sie einen Zeitrafferfilm der ersten 16 Stunden im Leben eines Zebrafisches. Der Embryo hier im Zweizellstadium sitzt auf einer Dotterkugel, die er im Laufe der ersten Stunden umschließt. Das ist die Bildung der Blastula. Jetzt ist eine Gastrulation, die Einwanderung des Mesoderms zu sehen, die Bildung der Organanlagen, der Somiten, der Muskelanlagen, der Augen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Neuralleiste als ein Strang von embryonalen Zellen auf der Rückenseite des Embryos neben der Anlage des Neuralrohrs angelegt, das im Laufe des ersten Tages invaginiert, um das Rückenmark zu bilden. Die Zellen sondern sich früh ab und wandern in die Haut und unter der Haut und in außen und in segmentalen Strömen um die Muskelpakete herum auf die Bauchseite zu. Das ist jetzt die äußere Wandlungsroute, das sind die Xanthophoren, die unter der Haut nach der Bauchseite zu wandern. Sie sind mit ihren Phyllopodien verbunden. Hier sehen wir die innere Wanderungsroute. Die Neuralleistenzellen sind grün markiert. Sie wandern in segmentalen Gruppen auf die Bauchseite zu. Die Wanderung beginnt vorne hinter dem Kopf und setzt sich nach hinten fort. Oh, Entschuldigung. Sie sehen, wie die wandernden Zellen sich mit ihren Phyllopodien den Weg ertasten. Es fängt vorne an und dann geht es weiter. Und diese Wanderung ist in etwa 4 Stunden oder so dann vollendet. Das Pigmentmuster der Larve, in die sich der Embryo entwickelt, besteht aus schlichten Zellreihen entlang dem Rücken, der Seitenlinie und dem Bauch. Es entsteht direkt aus den wandernden Neuralleistenzellen. Die Larven sind durchsichtig, auf der Rückenseite durch die Xanthophoren leicht gelblich getönt. Die Streifen des Fisches, wie erwähnt, entstehen erst während der Metamorphose, wenn die Neuralleiste längst verschwunden ist. Neue Zellen tauchen in der Haut auf und bedecken schließlich den gesamten Körper. Woher kommen diese neuen Zellen,
Das war bis vor wenigen Jahren ein Rätsel, bis wir entdeckten, dass sie aus Stammzellen kommen. Stammzellen sind besondere undifferenzierte Zellen, die zum Wachstum und der Erneuerung vieler Gewebe und Organe beitragen. Die Stammzellen, aus denen Iridophoren und Melanophoren und auch das periphere Nervensystem des adulten Fisches hervorgehen, werden entlang der inneren Wandlungsroute am ersten Tag der Entwicklung angelegt. Die Neuralleistenzellen wandern entlang der Nerven, die die Muskulatur in jedem Segment versorgen. Xanthophoren entstehen direkt aus den Neuralleistenzellen, die außen unter der Haut wandern. Bei der Wanderung der Neuralleistenzellen, hier grün markiert, am ersten Tag der Entwicklung, das ist links zu sehen, entlang den segmentalen Nerven bleiben einzelne große Zellen am Rückenmark zurück, an der Stelle, wo der Nerv entspringt. Dort entstehen in jedem Segment die Spinalganglien, Nervenknoten des peripheren Nervensystems, und die Zellen, die als Stammzellen später die Pigmentzellen bilden werden. Zu Beginn der Metamorphose, rechts im Bild, bei 24 Tagen, der Fisch ist jetzt ungefähr 8 mm lang, beginnen die Stammzellen, Vorläuferzellen für die Pigmentzellen des erwachsenen Fisches, zu produzieren. Rot markiert sind das Rückenmark und die Spinalganglien. Die Pigmentzellen, grün, wandern in jedem Segment, von Nerven geleitet in die Haut, entlang den Muskelpaketen, den Somiten. Hier sind die Wege im schematischen Querschnitt dargestellt. Die Vorläuferzellen wandern entlang der Nerven in der Haut auf drei Routen, dorsal zum Rücken hin, ventral zur Bauchseite hin und seitlich durch das horizontale Myoseptum, eine Struktur, die dorsale und ventrale Muskelpakete trennt. Hey. Pigmentzellen erscheinen zu Beginn der Metamorphose in der Haut. Am horizontalen Myoseptum, also an dieser Seitenlinie, erreichen die ersten Iridophoren die Haut. Es sind segmentale Gruppen, die über jedem Segment, jedem Muskelpaket erscheinen, hier rot und grün markiert. Diese Iridophoren sind dicht gepackt wie in einem Epithel und bilden durch Teilung den ersten hellen Streifen. Sie sehen hier auch die lichtreflektierenden kristallinen Plättchen in den Iridophoren. Dann verändern sie sich am oberen und unteren Rand in die lose wandernde Form, das sieht man rechts im Bild, diese roten Zellen, und breiten sich nach oben und unten aus. In diesen Randzonen tauchen auch die ersten Melanophoren des dunklen Streifen auf. Die Melanophoren der Larve, die man im linken Bild noch sehen kann, verschwinden. Die Veränderung der Iridophoren von einer dicht gepackten in eine wandernde, lose Form lässt sich deutlicher auf diesem Schwarz-Weiß-Bild erkennen. Um zu verstehen, welchen Beitrag eine Stammzelle im Muster liefert, ob es unterschiedliche Sorten für die drei Pigmentzellen gibt und wie die Zellen sich ausbreiten, verfolgen wir die Produkte der Stammzellen durch Lineage Tracing mit markierten Zellen. Eine solche Methode sind genetische Mosaike, die durch Transplantation in einem frühen Embryonalstadium hergestellt werden können. In diesem Beispiel sind grün markierte Donorzellen in eine Albino-Mutante transplantiert worden, die farblose Melanophoren hat. Man sieht die Nachkommen der transplantierten Zellen im adulten Fisch an der dunklen Färbung. Wenn man Glück hat, ist genau eine Stammzelle in einem Segment markiert, deren Nachkommen sich, wie Sie hier sehen, vertikal zu jedem und zu jedem Streifen und den Flossen beitragend ausgebreitet haben. Eine allgemeinere und elegantere Methode des Lineage Tracings beruht auf einem gentechnischen Trick, der erlaubt, eine Zelle der Neuralleiste zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Entwicklung rot zu markieren. Sie und alle ihre Nachkommen produzieren rotes fluoreszierendes Protein RFP und lassen sich durch Fluoreszenzmikroskopie im lebenden Tier verfolgen. Das nennt man klonale Analyse. Die Schar von Zellen, die aus einer Zelle entspringt, ist ein Klon. Den Beitrag einer Stammzelle sieht man dann im erwachsenen Fisch an der roten Markierung. In diesem Fall sind alle Neuralleistenderivate, alle Pigmentzellen markiert.
Die Markierung erlaubt, die Besiedlung der Haut mit Pigmentzellen im lebenden Tier während der Entwicklung zu verfolgen. Hier ist ein Klon gezeigt, der wie erwartet dem Dorsal Root Ganglion, das ist der rote Stern, dem segmentalen Nervenknoten entspringt. Die Zellen wandern entlang der Nerven in die Haut. Sie erscheinen nach 17 Tagen hier am horizontalen Myoseptum und breiten sich dort über, über der Muskulatur, das sieht man besser in dem unteren Bild, aus. Hier sieht man auch, dass Nerven- und Pigmentzellen, die ersten Iridophoren, aus einer gemeinsamen Stammzelle hervorgehen. Kontinuierliches Filmen, wie beim Embryo, ist in diesen jungen Fischen, die in den Aquarien herumschwimmen, nicht möglich. So hat mein Mitarbeiter Ajit Singh eine sehr schonende Methode der Betäubung entwickelt, um täglich die Klone mikroskopieren zu können. Die Überlagerung der Aufnahmen gibt dann so etwas wie einen Zeitrafferfilm über mehrere Wochen des wachsenden Fisches. Hier sieht man die Ausbreitung der Iridophoren nach oben und unten. Die Pfeile markieren sich teilende, lose Zellen. Am unteren Rande des Bildes sieht man die Aggregation zu einem neuen, hellen Streifen. Umrandet oben zwei Melanophoren, die Teile des Klons sind. Diese teilen sich nicht in der Haut. Und hier in der Mitte sind noch zwei weitere, die sehen Sie aber schlecht, das mal jetzt lassen, die inzwischen aufgetaucht sind. In diesem Klon sieht man, wie die hellen Streifen durch die Verdichtung der Iridophoren im gehörigen Abständen entstehen. Ein Prozess, den Ajit Patterned Aggregation genannt hat. Sie müssen da von links nach rechts gehen, dann sehen Sie schon, dass auf der Bauchseite umkringelt zwei Cluster von sich verdichtenden Zellen entstehen, die dann intensiver werden bei 40 Tagen. Das ist auch mit dem Pfeil markiert. Diese Formveränderungen erzeugen das Muster. Die Melanophoren erscheinen in den dadurch definierten Bereichen, um die dunklen Streifen zu bilden. Hier ist ein Klon gezeigt, der ganz früh am ersten Tag der Entwicklung markiert wurde, also noch in den Neuralleistenzellen selbst. Die Pigmentzellen haben sich in einem Band vertikal ausgebreitet und tragen zu jedem Streifen des Musters den Iridophoren des hellen und den Melanophoren des dunklen Streifens sowie den Xanthophoren der Flossen bei. Erstaunlich und unerwartet war, dass in solchen Klonen immer alle drei Zelltypen zu finden sind, sowie auch Nerven. Das heißt, dass die Stammzellen multipotent sind, also nicht auf einen einzigen Zelltyp festgelegt, sondern variable Anteile aller drei Pigmentzelltypen produzieren. Die Klone sind zwischen Bauch und Rücken ausgebreitet, in der Längsachse nicht viel breiter als zwei Segmente. Es gibt auch keine scharfen Grenzen zwischen den Segmenten. Die Größe der Klone, das heißt der Anteil, mit dem eine Stammzelle zur Pigmentierung der Haut beiträgt, ist sehr variabel. Später in der Entwicklung induzierte Klone werden im Mittel kleiner, was bedeutet, dass die Stammzellen sich inzwischen geteilt haben, aber multipotent sind sie geblieben. Die Analyse vieler solcher Klone nach Zusammensetzung und Form zeigt, dass sie zu allen Streifen sowie den Schuppen der ungestreiften Rückenpartie als auch den Flossen beitragen können. Sie halten sich also nicht an anatomische Grenzen und die Ausbreitung ist deutlich vertikal, also nicht, wie man hätte denken mögen, entlang, sondern in rechtem Winkel zu den Streifen. Später findet man zunehmend Klone, die nur einen Zelltyp enthalten. Diese sind nicht in Stammzellen, sondern in differenzierten Pigmentzellen markiert worden. Reine Melanophorenklone enthalten nur eine oder zwei Zellen, denn Melanophoren teilen sich nicht als differenzierte Zellen in der Haut. Aber sowohl Iridophoren als auch Xanthophoren teilen sich im differenzierten Zustand und breiten sich in der Haut aus. Wir haben uns natürlich gefragt, wie die auffallende vertikale Ausbreitung zustande kommt. Sind hier Morphogene am Werk, die die Zellen nach dorsal oder ventral locken? Die Antwort ist aber trivial. Sie können nicht anders, denn die Zellen aus den benachbarten Segmenten machen ihnen Konkurrenz, sodass sie sich nur nach oben und unten, aber weniger gut seitlich ausbreiten können. Wir konnten durch ein Transplantationsexperiment zeigen, dass Kompetition zwischen Zellen ihre Ausbreitung reguliert.
Hier für die Xanthophoren. Durch Transplantation wird ein markiertes Cluster von 6 Xanthophoren erzeugt. Das sehen Sie bei 4 Tagen. Nach 16 Tagen ist es immer noch 6 Zellen. Zu Beginn der Metamorphose dagegen beginnen diese Xanthophoren sich zu teilen und die Haut zu besiedeln. Bei 28 Tagen sind es jetzt fast 40, die aber immer noch auf diese 3 Segmente beschränkt sind. Transplantiert man aber in ein Wirtsembryo der mutante Pfeffer, die keine Xanthophoren bilden kann, aber die beiden anderen Zellen sehr wohl, breiten sich die markierten Zellen schon in der Larve sehr schnell über viele Segmente hinweg aus. Das sehen Sie hier unten, 16 Tage. Sie können die gesamte Flanke des Fischs besiedeln, rechts nach 28 Tagen. Das heißt, dass im Wildtyp die Zellen sozusagen merken, wo schon welche ihresgleichen sind und dadurch in ihrem Wachstum gebremst werden. Die gleichmäßige Verteilung in der Haut kommt also durch Kompetition zwischen den Pigmentzellen der gleichen Sorte zustande. Man nennt das homotypisch. Das gilt auch für Iridophoren. In diesem Bild ist der Stammbaum der Pigmentzellen zusammengefasst. Aus den Neuralleistenzellen entstehen einmal die Xanthophoren am rechten Strang, zum anderen multipotente Stammzellen. Diese produzieren Iridophoren, Melanophoren und auch Xanthophoren, die also sowohl aus den Larvalen als auch den Stammzellen entstehen können. Auch Nerven und Glia sind in den Klonen enthalten. Die Pigmentierung der Haut ist aus einzelnen Klonen zusammengesetzt. Form, Größe und Zusammensetzung der Klone ist sehr variabel. Die gleichmäßige Verteilung aller 3 Zelltypen geschieht durch Kompetition zwischen den Zellen. Die Streifen, das ist ganz interessant, die Streifen und andere anatomische Merkmale spielen bei der Besiedlung der Haut mit Pigmentzellen überhaupt keine Rolle. Und wir meinen, dass dieser Modus für alle Fische und vielleicht auch Amphibien und Reptilien gleich ist, denn er hängt nicht von dem Muster ab. Wie entsteht aber nun das Muster? Sind irgendwelche Signale, Vormuster in den Strukturen der Larve zu finden? Eigentlich unwahrscheinlich, da, wie wir gesehen haben, die Muster anderer Danio-Arten sehr verschieden sind, bei sicher sehr ähnlichem Unterbau. Trotzdem gibt es eine Struktur, die die Anordnung der Streifen vorgibt. Das horizontale Myoseptum, das die Dorsalen von den ventralen Muskelpaketen trennt. Den Hinweis brachte eine spektakuläre mutante Choker, bei der die horizontale Ausrichtung der Streifen fehlt. Sie bilden unregelmäßige, meandernde Streifen aus. Diese Mutante wurde ursprünglich als Muskelmutante charakterisiert. Das sehen Sie rechts im Bild, der das horizontale Myoseptum fehlt. Das führt dazu, dass die Iridophoren nicht wie normal an dieser Stelle zuerst in die Haut gelangen können und das Muster beginnen können. Sie tauchen dann etwas später irgendwo in der Haut auf und organisieren das Muster neu. Trotzdem sind die Streifen von normaler Breite und Zusammensetzung. Daraus können wir schließen, dass das Streifenmuster wesentlich durch Selbstorganisation und nicht durch ein Pre-Pattern entsteht. Durch autonome Wechselwirkung zwischen den 3 Zelltypen. Wie es nun durch Selbstorganisation zu dem Streifmuster kommt, wissen wir noch nicht genau. Aber einige Prinzipien haben wir bereits gefunden. Fehlt in Mutanten einer der 3 Zelltypen, so entstehen defekte Muster. Die beiden verbliebenen Zelltypen können keine ordentlichen Streifen bilden. Es entstehen unregelmäßige Streifen ohne Melanophoren in Naker, ohne Xanthophoren in Pfeffer. Die Iridophoren fehlen in Shady. Daraus sieht man, dass alle 3 Zelltypen bei der Selbstorganisation in Wechselwirkung sind, um die korrekte Anordnung der Zellen in den Streifen zu erreichen. Fehlen 2 der 3 Zelltypen, wird überhaupt kein Muster mehr gebildet. Der verbleibende Zelltyp verteilt sich mehr oder weniger gleichmäßig über die gesamte Haut. Das heißt, dass zur Bildung von Mustern, nicht aber für die Ausbreitung in der Haut, bestimmte heterotypische Wechselwirkungen zwischen allen 3 Zelltypen stattfinden müssen. In Transparent-Mutanten zum Beispiel fehlen die Iridophoren, die Blaufärbung
und der Glanz sind verschwunden. Aber auch die Zahl der Melanophoren ist reduziert und die machen keine ordentlichen Streifen, sondern zerfallen in Tüpfel. Auch gibt es nicht mehr als 2 dunkle Streifen im Körper. Nur die Flossen sind normal gestreift, bei ihnen sind die Iridophoren nicht beteiligt und die Streifenbildung der Flossen erfolgt nach etwas anderen Regeln. Wieder ein Mosaikexperiment. Werden in eine solche Mutante ohne Iridophoren durch Blastulatransplantation Stammzellen hinzugefügt, so wird das Muster regional repariert. Da, wo Iridophoren des Donorembryonen, der nur Iridophoren, aber keine Melanophoren und Xanthophoren bilden kann, hingekommen sind, können die Melanophoren die dunklen Streifen ganz normal ausbilden. Das zeigt, dass in Transparent primär nur die Iridophoren getroffen sind und die Melanophoren durch die Iridophoren unterstützt werden müssen, um normale Streifen zu machen. Aus diesen Mutanten lässt sich schließen, dass es eine Reihe von abstoßenden oder unterstützenden Wechselwirkungen zwischen den 3 Zelltypen gibt, die für die Formveränderung und die Dichte der Packung der Zellen in den Streifen verantwortlich ist. Nur so kommt die genaue Überlagerung der Zellen in den 3 Schichten zustande, die für ein präzises Muster notwendig ist. Sehr schön kann man die Wechselwirkung zwischen kompakten Xanthophoren und Melanophoren in dem bereits beschriebenen Transplantationsexperiment beobachten. Hier breiten sich Xanthophoren in der Pfeffermutante aus, in der die Xanthophoren fehlen und die Melanophoren unordentlich verteilt sind. Das sehen Sie im rechten Teil des Bildes. Da, wo die Xanthophoren durch die Transplantation hingekommen sind, wird das Muster ordentlich. Sie verdrängen und stoßen die Melanophoren ab. Welche Gene und molekularen Mechanismen sind bei diesen Wechselwirkungen beteiligt? Darüber geben Mutanten Auskunft, bei denen alle 3 Zelltypen vorhanden sind, sich aber keine normalen Streifen bilden können. Hier eine Kollektion von solchen Mutanten. Links mit veränderter Streifenbreite, Idefix mit breiten hellen und Asterix und Obelix mit breiten dunklen Streifen. Die Mutanten auf der rechten Seite haben Tüpfel statt Streifen, Leopard, Luchs und Schachbrett. Die Leopard-Mutante ist schon alt, wir haben sie in einer Zoohandlung gekauft. Sie wurde damals noch als eigene Danio-Art, als Brachydanio francii, beschrieben. Solche Mutanten wurden in mehreren Labors isoliert und die molekulare Natur der betroffenen Gene aufgeklärt. Dabei kam etwas sehr Interessantes heraus. Die meisten kodieren für Membranproteine, die Funktionen bei direkten Kontakten und Wechselwirkungen zwischen Zellen haben. Leopard und Lux bilden sogenannte Gap Junctions und Obelix macht einen anderen Kanal, der Kaliumionen zwischen Zellen transportiert. Das heißt, die Zellen fassen sich sozusagen an, ein neuer Mechanismus Muster zu bilden, der über direkte Zellkontakte geht. Die Zellen tauschen Informationen in Form von elektrischen Signalen oder kleinen Molekülen aus. Idefix, die einzige Ausnahme, kodiert für ein Enzym, das bei der Synthese eines kleinen Moleküls Spermidin beteiligt ist, das die Funktion von Kanälen beeinflusst. Wie diese Gap Junctions die Form der Zellen beeinflussen, ist allerdings noch völlig im Dunkeln. Es sind auch noch eine Reihe anderer Membrankontaktproteine beteiligt, deren Rolle wir nicht kennen. Das ist ein noch sehr schlecht verstandenes, aber sehr spannendes Kapitel, denn solch ein Mechanismus durch direkte Zellkontakte ist bisher für keinen musterbildenden Prozess beschrieben worden. Also vollkommenes Neuland. Offenbar spielen bei der Streifenbildung die inzwischen ganz gut verstandenen Morphogene, die bei der Musterbildung im Embryo und in der Insektenepidermis und vielen anderen Prozessen beteiligt sind, keine Rolle. Gene, die heterotypische Wechselwirkungen zwischen den Pigmentzellen steuern, sind für die Formveränderung und das Muster verantwortlich. Sie sind es, die zwischen verschiedenen Arten variieren müssen und so unterschiedliche Muster erzeugen. Damit kommen wir zurück zur Evolution der Schönheit. Dieses Bild, wenn Sie dieses Bild betrachten, das 9 Danio-Arten zeigt, die so nah verwandt sind, dass sie Hybride bilden können. Dritter links von oben ist ein Hybrid von Danio rerio und Danio albolineatus.
So kann man sich des Staunens über die Schönheit der Muster nicht erwehren. Die Muster dienen der Erkennung von Artgenossen und sind also nur jeweils für die eigene Art attraktiv. Das heißt, sie rufen in den Artgenossen Gefallen hervor. Horizontale Streifen scheinen eher eine Ausnahme zu sein, was dafür spricht, dass Periodizität kein wesentliches Element des Musters ist. Welche Gene variieren zwischen den Arten? Welche genetischen Veränderungen führen von einem Muster zum anderen? Welcher Zelltyp prägt das Muster? Wir versuchen, diesem auf die Spur zu kommen, indem wir unterschiedliche Ansätze verfolgen. Dazu kann ich noch keine Ergebnisse vorlegen, nur die Methoden, die wir einschlagen wollen. Mosaik-Experimente werden wir machen, um zu testen, wie weit einzelne Zelltypen in der Lage sind, in anderen Mustern zu funktionieren oder diese zu beeinflussen. Ein weiterer methodischer Ansatz ist die Genomanalyse, um Unterschiede zwischen den Genen der verschiedenen Arten zu finden, die möglicherweise bei der Bildung der Pigmentmuster eine Rolle spielen können, da die Morphologie der Fische ja doch sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Die neue Methode des Gene-Editings, das sogenannte CRISPR-Cas9-Methode, erlaubt seit wenigen Jahren das Ausschalten sowie das gezielte Verändern von Genfunktionen. So kann man auch die im Zebrafisch gefundenen Gene in anderen Arten testen. Wir haben damit bereits verwandte Dornio-Arten-Mutanten gezielt hergestellt. Hier nur ein ganz paar Beispiele. Im Schillerwerbling Dornio albuminatus links werden keine Streifen gebildet. Während die Zellen aus albuminatus in den Zebrafisch gebracht, hier die Albino-Mutante, die ungefärbte Melanophoren trägt, so können sich die Donau-Melanophoren an der schwarzen Pigmentierung erkennbar noch erstaunlich gut in den Streifen beteiligen. Das heißt, sie sind es nicht, die fügen sich dem Muster des Rezipienten ein. Man kann in anderen Arten hier als Beispiel wieder Dornio albuminatus mit der CRISPR-Cas9-Methode Mutanten erzeugen. Das konnte man bisher eigentlich nur bei Modellorganismen und nicht bei beliebigen anderen Arten. Hier geht es als Beispiel um das Albino-Gen. Im behandelten Tier entstehen helle Streifen da, wo die Pigmentstammzellen das Gen mutiert wurde. In Folgegenerationen ließen sich reinerbige Albino-Mutanten von Dornio albuminatus isolieren. Solche Nullmutanten lassen sich routinemäßig mit hoher Effizienz erzeugen und häufig zeigt sich der Phänotyp schon im behandelten Tier, was die Forschung sehr beschleunigt. Schwieriger und seltener ist die Reparatur einer Mutation oder die gezielte Veränderung eines Gens. Hier als Beispiel die Reparatur des Albino-Gens in Dornio rerio. Hier ist das Gen in einzelnen Stammzellen durch diese Methode wieder funktionsfähig geworden. Das sieht man an den dunklen Streifen im hellen Albino-Hintergrund. Sie sehen auch rechts an den Zahlen, dass die Ausbeute in diesen Fällen sehr gering ist und dass man sie eigentlich auch nicht beliebig erhöhen kann. Das sind vielversprechende Ansätze, die im Labor von Uwe Irion verfolgt werden. Und er ist bereits über das Stadium des Ausprobierens hinweg und dabei, mit diesen Methoden Gene zu identifizieren, die verantwortlich für die Unterschiede im Muster dieser Arten sind. Damit bin ich am Ende. Wir meinen, dass wir bereits jetzt ganz gut verstehen, wie ganz allgemein Fische gefärbt werden. Denn die Herkunft aus den von uns identifizierten segmentalen Stammzellen und die Ausbreitung der drei Zelltypen in der Haut gilt wohl generell, auch für den Hering und für den Picasso-Fisch. Quer- und Längsstreifen sind häufige Motive. Sie erinnern an die segmentalen Klone und das horizontale Meiosepium als Ausgangspunkt der Streifen. Aber die bizarren Muster der Korallenrifffische geben uns noch große Rätsel auf. Vielleicht können wir von den Fischen auch etwas über die Musterbildung bei Säugetieren lernen. Hier der Tiger, dessen Streifen an unsere Klone erinnert, die durch segmentale Entstehung und Ausbreitung entlang der Nerven vertikal orientiert sind. Übrigens sind diese weißen Tiger-Mutanten im Albino-Gen, das offenbar nur die braunen, aber nicht die schwarzen Regionen des Tierfells betrifft.
Aber wie der Pfau es macht, wird wohl noch lange verborgen bleiben, vielleicht nie verstanden werden. Ich möchte mit Worten von Goethe schließen. Die Natur wendet uns gar mannigfaltige Zeiten zu. Was sie verbirgt, deutet sie wenigstens an. Dem Beobachter wie dem Denker gibt sie vielfältigen Anlass, und wir haben Ursache, kein Mittel zu verschmähen, wodurch ihr Äußeres schärfer zu bemerken und ihr Inneres gründlich zu erforschen ist. Und dann möchte ich noch meine Mitarbeiter vorstellen. Links ehemalige, in der Mitte präsente und rechts die technischen Helfer, ohne die das alles nicht herausgefunden werden konnte. Ihre Beteiligung habe ich bei den jeweiligen Experimenten angemerkt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.